Eine Mieterin weigert sich, Nebenkosten nachzuzahlen. Der Vermieter habe in seiner Abrechnung nicht aufgeführt, welche Flächen wie berechnet wurden. Der Fall ging bis vor den Bundesgerichtshof. Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Mietrechtsurteile stelle ich Ihnen heute vor. Im ersten Fall geht es um die Nebenkostenabrechnung. Die Mieterin einer Wohnung in einer großen Anlage mit Wohn- und Gewerbeeinheiten in Dresden soll Betriebskosten in Höhe von insgesamt rund 1.200 Euro nachzahlen. Dagegen wehrt sie sich vor Gericht. Der Abrechnung der einzelnen Betriebskostenpositionen lagen verschiedene Gesamtflächen zugrunde. Eine Erläuterung, aus welchen Gebäudeteilen oder Hauseingängen sich die jeweiligen Gesamtflächen zusammensetzen, enthielt die Abrechnung nicht. Sowohl das Amts- als auch das Landgericht hielten die Betriebsabrechnungen für formell unwirksam. Der Streit landete vor dem Bundesgerichtshof. Die höchsten Richter vertreten die Auffassung, dass die Abrechnungen der Vermieterin nicht aus formellen Gründen unwirksam seien. Nach ihrer Rechtsprechung genüge eine Betriebskostenabrechnung den formellen Anforderungen, wenn sie eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthalte. Die Mieterin musste daher die Betriebskosten nachzahlen. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend den richtigen Mieter oder Mieterin? Schalten Sie auf ImmoScout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. In den meisten Mietverträgen ist festgehalten, dass die Innenfenster zu den Schönheitsreparaturen zählen. Der Mieter oder die Mieterin sie also spätestens bei seinem Auszug instand setzen muss. Doch oft ist die Formulierung missverständlich. In Hamburg landete die Beendigung eines Mietverhältnisses vor dem Amtsgericht. Die Vermieterin hatte die Mietkaution nicht zurückgezahlt. Und das, wie sie dachte, aus gutem Grund. Die ehemaligen Mietenden hatten die anstehenden Schönheitsreparaturen nicht ausgeführt. Die Schönheitsreparaturklausel besagt, dass der Wohnungsmietende zum Streichen der Innentüren, der Fenster und Außentüren von innen verpflichtet ist. Und genau hier liegt der Haken. Die Richter entschieden, eine solche mietvertragliche Abwälzung sei unwirksam. Aus der Formulierung gehe nicht hervor, dass das Streichen der Fenster nur von innen erforderlich sei. Es hätte also korrekt heißen müssen, Streichen der Innentüren, der Fenster von innen und Außentüren von innen. Da die Forderung, Fenster von außen streichen zu müssen, unzulässig wäre und aus der Formulierung nicht hervorgehe, dass dies von den Mietenden nicht erwartet werde, entschied das Gericht zugunsten der Mietenden. Die Vermieterin musste ihnen die Mietkaution auszahlen. Im dritten Fall geht es um die Eigenbedarfskündigung. Einem Mieter in Berlin wird wegen Eigenbedarfs gekündigt. Während das Verfahren zur Räumungsklage läuft, erwirbt der Mieter eine Eigentumswohnung. Dafür muss er an das Maklerbüro eine Provision von knapp 30.000 Euro zahlen. Als nach seinem Auszug der in der Kündigung behauptete Eigenbedarf ausbleibt, fordert der vermeintlich in das Licht geführte Schadensersatz. Er verlangt von seiner ehemaligen Vermieterin, dass sie ihm seine Maklerkosten erstattet. Für die Richter in Karlsruhe beim Bundesgerichtshof reichen etwaige Schadensersatzpflichten von Vermietenden nicht so weit. Sie argumentieren, der Mieter hätte durch den Immobilienkauf seinen Besitzverlust ausgeglichen und zudem eine neue Stellung als Eigentümer eingenommen. Die Maklerkosten seien nicht mehr vom Schutzzweck der jeweils verletzten Vertragspflicht umfasst, so das Zitat. Der Schaden müsse in einem inneren Zusammenhang mit dem verletzten Gebrauchserhaltungsinteresse des Mietenden stehen. Das treffe für Maklerkosten nicht zu. Damit sind wir am Ende der ImmoScout24 Vermieter-News im Januar. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.